wie funktioniert die Reise von, ich sag mal, wir sind bei dem Status 10.000 Euro Umsatz im Monat, ja, auf 1 Million in einem Jahr. Ja. Und ich sage auch direkt vorweg, keine Ahnung, ob es funktioniert. Hi und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video und ihr seht schon, ich sitze hier nicht alleine, ich habe den Max Weiß mit an meiner Seite, 19 Jahre alt, hat eine eigene Social Media Agency und wir wollen den Beweis antreten. 1 Million Umsatz in einem einzigen Jahr. Max, wie kamst du dazu? Ja, also erstmal freue ich mich natürlich hier zu sein, ganz klar. Es kam dazu, ich habe Torben natürlich auf Instagram kennengelernt. Natürlich, umsonst. Umsonst, ja. Habe ihn dann da auch angeschrieben und kam dann letztendlich auch zum Roundtable, weil bei mir war es so, ich hatte so die üblichen Probleme bei einer Social Media Agentur, dass man halt einfach nicht vorankommt. Es gibt extrem viele Leute, die so eine Social Media Agentur aufmachen und die dann eigentlich so ein bisschen hängen bleiben, weil es irgendwie jeder macht. Und dann kam ich eben mit diesen Problemen dann zum Roundtable. Das ist hier so ein Live-Coaching in München. Und ab dann habe ich eigentlich den Kontakt so ein bisschen zu euch aufgebaut. Und seitdem ist eigentlich auch die Agentur so wirklich richtig gewachsen, muss ich sagen. Ja. Okay, ganz kurz, dein Roundtable, muss man vielleicht sagen, kostet, glaube ich, 750 Euro. Ja, genau. 750 Euro. Ich mache das so einmal im Monat. Ja, lade quasi Leute ein zu mir nach Hause, es sind immer so 8 Leute. Mhm. Wenn jemand in seinem Business ein ganz bestimmtes Problem hat, du kamst damals, ich glaube, was heißt damals, vor 2 Monaten? Ja, 2 Monate. Mit deiner Social Media Agency hierher, ja, und hattest das Problem, dass du im Endeffekt nicht weiterkamst. Ja. Wie viel hast du jetzt damals so ungefähr verdient oder was war ungefähr dein Umsatz, dass Leute sich vorstellen können, was wirklich passiert? Bisschen schwieriger, also ich bin natürlich ganz normal stagniert so. Mhm. Die Umsätze waren noch nicht so wirklich hoch, aber jetzt sind wir deutlich über 10.000. Ja. Ihr seid jetzt über 10.000 ja. Euro Umsatz, ja, nicht Nettoverdienst oder so, das wird hier auch gerne mal durcheinander gebracht. Ja. Umsatz im Monat. Genau. Okay, spannendes Projekt. Wie lange hast du allgemein diese Social Media Agency? So richtig, wirklich deine erste seit 3 Monaten. Okay, also man kann sagen, du bist schon auch Newcomer, was das Ganze angeht. Erstes eigenes Business. Ich meine, vor einem Jahr saßst du noch in der Schule. Ich war in der Schule, ja. Du hast auch nicht das beste Abitur, hast du mir schon verraten. Ja, ich hatte 3,8 Abi, so schlecht, dass du damals aus der Schule, ja. Nice. Ja, ich sitze hier mit einem 3,1 Abi. Mhm. Warum ich den Max jetzt in diesem YouTube-Video habe, ist folgendes. Max war beim Roundtable, hat mich, wie gesagt, bei Instagram angeschrieben. Du warst dann mit uns in Kapstadt. Genau, Branding Workshop. Beim Branding Workshop und du bist seit Tag 1 auch bei Selfmade mit dabei. Ja. Bei meinem Coaching-Produkt. Mhm. Das heißt, du hast im Endeffekt jetzt nicht, das ist der große Unterschied, mir bei Instagram geschrieben, hey Torben, ich stehe hier und dort, wie komme ich weiter? Mhm. Sondern du hast eigentlich das gemacht, was ich auch bei Ty Lopez und Grant Cardone gemacht habe. Ich habe mich eingekauft, letztendlich, ja. Du hast dich eingekauft, ja. Um es wirklich mal auf den Punkt zu bringen, du hast auch wirklich schon einiges an Geld ausgegeben. Ja. Und warum hast du das gemacht? Weil ich finde es extrem spannend, weil ich sage dir ehrlich, ich werde am Tag sehr, sehr oft angeschrieben. Ja. Ja, bei Instagram Leute sagen, hey Torben, guck mal, das ist mein Problem, wie komme ich weiter? Mhm. Und das sind da auch keine Fragen, die ich mal eben so beantworten kann. Das sind wirklich so Fragen wie, wie starte ich meine eigene Social Media Agency? Erklär mal bitte. Ja. Oder wie soll ich mich branden? Sag mal bitte. Ja. Warum hast du das nicht gemacht? Weil ich eigentlich wusste, dass es zu nichts führt. So, du hast keinen Mehrwert draus, wenn ich dich jetzt irgendwie nach einem Tipp frage. So. Und letztendlich habe ich mir das auch so ein bisschen bei dir abgeschaut, dass du auch gesagt hast, hey, wie komme ich zum Beispiel an Ty Lopez? Du hast dich letztendlich eingekauft. Und so habe ich es letztendlich dann auch umgesetzt. Ja, ja. Also 100%. Ja. Ich sage es auch immer wieder. Ich habe mir bei Ty Lopez beispielsweise alle Online-Kurse gekauft. Also ich glaube fast alle Online-Kurse. Ich habe sie sowieso alle freigeschaltet bekommen, als ich dann das Jahrescoaching gekauft habe. Das kostet 50.000. Mhm. Ich habe mir hier die Mastermind habe ich mich eingekauft mit 5.000. Ja, also ich habe insgesamt an den Mann 70.000 US-Dollar gelassen. Krass. Ja. Ich habe mich damals bei Grant Cardone eingekauft. War einer der ersten, der in seinen Real Estate-Fonds investiert hat. Dann hat er mit mir zusammen das Event gehostet hier in Frankfurt. Mhm. Also es waren alles Sachen, wie bin ich an Leute gekommen? Ja, ich habe dafür Geld bezahlt. Ja. Ja, du hast es jetzt genauso gemacht und ich habe mir dich aber jetzt rausgepickt. Gerade deshalb, weil ich dich kennengelernt habe und ich weiß, du kommst jetzt nicht aus einem Elternhaus extrem viel Kohle. Ja. Du kommst sogar tendenziell ein bisschen von einem Dorf, so wie ich. Genau. Wenn man es jetzt so nimmt. Ja, aus dem Dorf. Ja, von einem Dorf. Du hast dein erstes Business gestartet, du bist extrem jung, du bist 19 Jahre alt. Geboren, ja. Du bist straight out of school, wenn du es so nimmst. Mhm. Und
du hast jetzt auch nicht so die Voraussetzungen, wo man sagt, ja, okay, der hat sich ins Gemachte Nest gesetzt. Ja. Ja? Und als wir in Afrika waren beispielsweise, also zusammen beim Branding Workshop habe ich gesehen, ich habe es auch gar nicht groß kommentiert, ich habe einfach beobachtet, Max war jemand, der Branding Workshop war vorbei um 22 Uhr, aber du saßt noch da und hast Calls gemacht. Ja, hast gearbeitet bis 2, 3 Uhr oder so. Ja, genau. Und morgens wieder raus, 6 Uhr. Und davor schon auch wieder gearbeitet, ja. Und das ist das Ding. Und da war niemand, der gesagt hat, Max, mach das. Das war nicht so dieses, er muss motiviert werden von außen. Ja, viele gehen auf Motivationsseminare und sagen, ich brauche diese Motivation. Ich bin ja überhaupt kein Fan davon, weil ich sage, Motivation muss von innen kommen. Ja. Wenn du von dir aus nicht unbedingt willst, dann bringt es dir auch nichts, wenn irgendwer kommt und sagt, komm Max, mach doch ein bisschen, Junge, das wird schon. Ja. Ja, weil das ist immer nur kurzfristig. Was ist dein Antrieb? Mein Antrieb ist letztendlich nicht wirklich so diese, man macht 10k im Monat, sondern ich will einfach was Großes aufbauen und vor allem, ich möchte halt eben auch Leuten zeigen, die gerade im jungen Alter sind, dass es halt einfach möglich ist, so das zu machen, auf das man Bock hat und seinen Traum so ein bisschen zu verwirklichen und dass da eigentlich nicht so wirklich unmöglich ist letztendlich. Ja, genau. Das ist meine Passion. Geil. Meine Mission. Ja. Und deshalb, ja, ich greife es jetzt an dieser Stelle mal vorweg, haben wir uns Folgendes überlegt. Ich mentor dich quasi ein Jahr lang. Ja. Danach lösche ich dich überall. Nein, also wir gehen zusammen diesen Weg ein Jahr lang. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es auch mal in die Kommentare. Dann würde ich jeden Monat ein Update-Video machen hier auf YouTube und den Leuten mal genau zeigen, wie funktioniert die Reise nicht von null an, weil wir haben leider das Video zu spät gedreht, sondern wie funktioniert die Reise von, ich sag mal, wir sind bei dem Status 10.000 Euro Umsatz im Monat auf 1 Million in einem Jahr. Ja. Und ich sage auch direkt vorweg, keine Ahnung, ob es funktioniert. Ja, ich weiß es nicht. Du weißt es wahrscheinlich nicht. Ich glaube dran, definitiv. Ja. Ja, ich weiß, dass es funktionieren kann, aber niemand weiß es. Ja. Ja, das heißt, das ist ein Projekt, das kann genauso scheitern. Mhm. Ja, das kann, und wir zeigen euch aber, oder ich werde euch das auf jeden Fall dokumentieren, egal was passiert. Ja. Wenn Max sich jetzt nächsten Monat verliebt und weg ist, ja, und sagt, hey, ich mache das Projekt nicht mehr, ich mache trotzdem noch das Update. Ja. Ja, wenn du mir den nächsten Monat schreibst, hey, du, das war's, ich habe jetzt ein neues Computerspiel, ja dann werde ich das auch updaten, um einfach den Leuten mal zu zeigen, wie funktioniert es wirklich, von Day One etwas aufzubauen, was groß steht. Ja. Jetzt mal für die Leute, die sich auch immer wieder die Frage stellen, hey, eigenes Business, ich will mit was starten. Was war wirklich deine größte Hürde? Ja, meine größte Hürde war letztendlich eigentlich immer irgendwo was zu finden, was funktioniert. Also ich habe ganz lange die letzten Jahre auch immer rumgetan, so alle möglichen Sachen ausprobiert und habe halt eine Sache gemerkt, dass ich extrem gut bin im Bereich Marketing und Online-Marketing und habe das dann letztendlich eigentlich für mich verwendet und habe eigentlich gedacht, okay, ich könnte es eigentlich auch an Unternehmen verkaufen. Das heißt, ich bin eigentlich so ein bisschen in diese Online-Marketing-Schiene gekommen und habe aber dann erst gesehen, so hey, es ist eigentlich auch so wirklich schon Markt da. Es gibt Social-Media-Agenturen und so. Ja. Und das war für mich eigentlich so ein bisschen immer diese größte Hürde, dass ich nie wusste, was ich so wirklich machen soll. Und ja. Was redest du Leuten, die sagen, ich weiß nicht, welches Business ich mache? Ich sage immer, man sollte sich so ein bisschen auf seinen Moment vorbereiten, auf seine Chance vorbereiten, weil bei mir war es so, ich wusste nie, was ich machen soll, aber ich wusste, die Chance wird kommen, deswegen habe ich mich darauf vorbereitet. Ich habe mir Business Skills angeeignet, Marketing Skills angeeignet und dann kam die Chance. Wäre ich nicht darauf vorbereitet gewesen, hätte ich sie nie nutzen können. So. Und auf einmal hatte ich die Idee auch mit der Social Media Agency und habe das letztendlich eigentlich direkt dann umsetzen können, weil ich darauf vorbereitet war. Wie hast du jetzt, okay, Social Media Agency, woher kam die Idee? Boah, schwierig. Ich glaube, damals auch halt gesehen, ich habe da auch so Ads bekommen und so. Damals gründe deine eigene Social Media Agency. Ja. Ich habe auch, wenn ich ehrlich bin, ich habe diese ganzen Kurse alle gemacht gehabt. Und ich habe das alles durchgemacht und habe halt festgestellt, dass es nicht wirklich mir was gebracht hat. In dem Fall, diese ganzen, wie bilde ich eine Social Media Agentur Kurse. Okay. Und habe dann letztendlich überall immer so ein bisschen was rausgenommen, habe aber eigentlich so mein eigenes Ding kreiert. Ja, ja. Das heißt, du hast dir das deutsche Kurse gelesen? Ja, deutsche Kurse. Ich sag mal, es gab ein paar amerikanische, die gut waren. Ja. Aber die deutschen Kurse, da hatte ich jetzt nie einen, wo ich sage, so, okay, crazy. Aber es war im Endeffekt die Inspiration, nur die Kurse haben dich enttäuscht. Ja, genau. Genau, es war die Inspiration, damit aber anzufangen. Ja. Du hast selber die Expertise gesucht und jetzt im Endeffekt mich zum Beispiel so als Live-Mentor ausgewählt. Ja. Ja. Ich habe bei dir auch gesehen in der Story, du lernst jetzt auch teilweise von Leuten aus den USA, also guckst auch wieder von meinen Mentoren Dinge ab. Und genau das ist die Chain, so sollte es eigentlich laufen. Ja, das ist eigentlich wirklich der optimale Fall.
Wie viel, wenn ich Sie jetzt mal so frei rausfragen darf, wie viel Geld hast du schon ausgegeben für Wissen, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter? Boah, ich glaube in einem Jahr jetzt fast, ich habe es mal ausgerechnet, so 50.000 sogar schon fast. 50.000 Euro. Masterminds, Events und so weiter, Kurse, hab da echt alles Geld investiert und so. Also eigentlich crazy. Hast du für die Leute vielleicht, jetzt ohne Namen zu nennen und so weiter, aber hast du für die Leute auch eine Warnung, wo würdest du jetzt, weil ich bin ehrlich, ich verfolge die deutsche Szene nicht groß, das weißt du. Ja. Ich bin jetzt auch nicht so der große Fan von der deutschen Szene, das liegt einfach daran, dass ich mir die Mentoren in den USA suche und ich sehe, die machen Dinge, die kommen hier auch, aber halt in 2 Jahren. Ja. Hast du vielleicht auch so ein paar Sachen, wo du sagen, gerade jungen Leuten sagen kannst, okay, das würde ich vielleicht nicht machen? Ja, ganz klar. Also ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir da alles reingezogen, eigentlich so was auf dem Markt gab und so. Und eine Sache habe ich festgestellt. Schaut wirklich, ob die Leute, die euch da das beibringen, ob die wirklich dort sind, wo ihr hin wollt, oder ob die eigentlich euch nur die Kurse und das Wissen verkaufen, weil sie damit ihr Geld verdienen müssen. So. Ich habe am meisten von den Leuten gelernt, die mich gecoacht haben, die finanziell nicht darauf angewiesen waren, die wirklich das schon gelebt haben, wo ich hin möchte. Und das habe ich halt festgestellt, dass wirklich 95% der Kurse jetzt im Nachhinein, wenn ich überlege, waren Leute, die eigentlich das selber gar nicht vornehmen. Zum Beispiel, die selber noch nie eine große Agentur irgendwie aufgebaut haben oder so. Und das war eigentlich, hätte ich im Vorhinein eigentlich sehen können. So. Das wäre so mein Tipp. Schaut wirklich, ob die Person schon dort ist, wo ihr hin wollt und ob sie wirklich das vorlebt, was sie auf Social Media promotet so ein bisschen. Wie bekommt man das raus? Ganz einfach, man muss einfach ein bisschen hinterfragen. Also man sieht auch ganz viele so Online-Kurse, da zeigen sie immer so die 3 gleichen Testimonials. Mhm. Aber wenn man mal so in die Facebook-Gruppen guckt, sind irgendwie 500 Leute eigentlich im Kurs. Mhm. Was ist so mit diesen anderen 497 Leuten? Okay. Also das sind so Sachen, wo ich halt schon sage, okay, da könnte man mal ein bisschen aufmerksam sein oder ansonsten auch einfach mal über die Personen selbst ein bisschen recherchieren. Was haben die schon so gemacht? Kann man da eigentlich alles immer relativ gut rausfinden. So. Ja. Ja. Das ist auch was ich sage. Ja? Wenn Leute sagen, hey Tom, weißt du, was hast du für Firmen oder was machst du eigentlich? Einfach googeln. Ja. Ja, also ich sag mal so, wenn jemand groß irgendwas anpreist, ja, ich bin hier der übelste King und ich habe so viel Erfolg, aber Google weiß davon nichts, ja. Dann ist das schon bisschen komisch. Ja, und dann würde ich das Ganze schon mal hinterfragen. Ja. Okay, Max, wir sitzen hier. Es ist heute der 15. Mai. Ja. Yeah. Es ist der 15. Mai, wir sitzen hier, ich werde das Video am Donnerstag rausbringen. Ja. Ja, das heißt, das Video wird rauskommen am 17. Mai und das ist quasi auch... Ich glaube, heute ist der 14. Mai, ja. Heute ist der 14. Ja. Mai, dann wird es rauskommen am 16. Mai und das ist dann auch Day One. Mhm. Und wir gehen in die Challenge. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Wollt ihr, dass wir wirklich mal von null an diese Reise dokumentieren? Ja, dass ich sozusagen hier den Mentor mache, ja, dir wirklich helfe, das zu skalieren. Nicht nur im Bereich Business Development, auch Branding mit TPA Media zusammen. Ja. Ja, wir werden viel dann zusammen machen, auch im Bereich Online-Marketing. Und wir zeigen den Leuten mal diese komplette Reise. Und ich hoffe, dass viele Leute, und dafür ist im Endeffekt jetzt auch diese Study, sich davon was abschauen können. Sich inspirieren können, ja. Genau, sich davon was abschauen kann. Ich möchte auch immer wieder dich wirklich fragen oder auch bitten, dass du deine Expertise hier mit Leuten teilst. Ja. Ja, dass dieser Content wirklich rausgeht, dass Leute sehen, okay, wo kann ich Fehler vermeiden, wo kann ich Geld einsparen. Ja, ja, aber wir machen es natürlich nur, wenn ihr Bock drauf habt. Wir wollen auch niemanden langweilen. Das Projekt läuft unter uns eh. Ja. Ja, aber wenn ihr es nicht sehen wollt, ja, dann ist es auch nicht schlimm. Aber wenn ihr es sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ja, dann gibt es einmal im Monat dieses Update-Video. Und ich würde sagen, Max, ansonsten, lass uns reinstarten. Ja, wir machen gleich weiter die Strategie. Ja. Ja, gehen rein, bauen das Ganze hier wirklich auf. Max Weiß auch auf Instagram. Ja. Genau, könnt ihr uns verfolgen. Und wir werden öfters bestimmt auch mal Livestreams zusammen machen. Und ich bin da echt sehr, sehr gespannt drauf. Ich auf jeden Fall auch. Max, danke für dein Vertrauen. Ja, voll. Ich freue mich drauf. Und ihr schreibt uns bitte, ob ihr es sehen wollt. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe damals mein erstes Business gebloggt. Ja. Habe ich den Leuten auch mal erzählt. Studentenwohnheim. 1,5 Zimmer, ja, saß ich dort, hab mein Stativ aufs Bett gestellt, mich da vorne hab gesagt, hey, Day One. Ja. Heute starte ich mein eigenes Business. Die Videos sind leider nicht mehr auf YouTube. Ja, ich habe damals den Kanal gelöscht, den ich aufgebaut habe. Aber ich weiß noch ganz genau, ich stand da und ich habe gesagt, ich starte mein eigenes Business, egal ob das Ganze floppt oder mir am Ende die Welt gehört. Ja. Ja, das war damals so mein Slogan, damit habe ich gestartet und ich habe wirklich einige tausende Follower gehabt, die das Ganze verfolgt haben. Ich sag dir auch, die meisten haben es damals nicht scheitern sehen. Die wollten mich scheitern sehen. Ja. Ja? Aber es war für mich selber eine coole Challenge, auch immer wieder Updates zu machen und Leuten ganz transparent zu zeigen, ob man das funktioniert und das nicht. Und ich glaube, dass viele Leute viel davon lernen können. Du bist, das muss man sagen,
du bist jetzt nicht, erst du bist nicht bei null, ja. Komplett ehrliches Video, du bist nicht bei null. Ja. Und du hast eine sehr geile Voraussetzung, was dein Mindset angeht und deine Motivation. Ja. Und ich persönlich glaube, dass wenn du motiviert bist und dir die richtige Einstellung hast, alles andere drumherum kann dir beigebracht werden. Ja, Skills kannst du erlernen, das ganze Wissen, wie man richtig verkauft. Ja. Das ist alles lernbar. Ja? Aber was du brauchst, ist eine Grundmotivation, ja, das wirklich machen zu wollen. Und du brauchst vor allem auch die richtige Einstellung. Ja? Nicht zu sagen am Wochenende, okay, jetzt ist Feierabend oder jetzt gehe ich Party machen. Genau so ist ja, es. Du hast mir auch vorhin schon erzählt, du hast die erste Party mit 18 gefeiert. Du warst das erste Mal weg mit 18. Ja. Du warst das erste Mal weg mit 18. Ja, auch das muss man mal sagen, ganz klar. Du bist jetzt nicht so der bekiffteste Vollidiot-Student oder so, ja. Ja, der jetzt hier sitzt und sagt, ich will was starten. Sondern du hast schon eine coole Einstellung, aber du hast trotzdem diese Firma mit 0 Euro gestartet. Ja. Ist mittlerweile eine GmbH, ich glaube, genau. Sind 12.500 wahrscheinlich eingezahlt. Ja, ja. Mhm. Genau, 12.500 sind eingezahlt, ist eine GmbH und damit starten wir jetzt rein. In diesem Sinne, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, ja, gebt wirklich gerne mal einen positiven Kommentar ab, gebt einen Daumen nach oben auch für den Max. Ja, ja, das ist sein erstes YouTube-Video hier. Ja. Schreibt uns, ob ihr Bock drauf habt. Für mich eine extrem spannende Reise. Und ansonsten, ihr wisst Bescheid.